Autodiva auf der AMI in Leipzig. Ich bin hier eingeladen bei Toyota und neben mir sitzt Toshiyaku Yasuda. Guten Tag. Guten Tag. Vielen Dank erstmal hier für die Einladung und auch für die Informationen. Und jetzt möchte ich gerne nochmal ein bisschen zusammenfassen für meine Leserinnen und Leser, mit Ihnen ein paar Fragen beantworten lassen. Ja. Die Zahlen sind ja wieder aufsteigend, haben wir gehört. Wir wollen auch gar nicht weiter zurückgucken, wir wollen in die Zukunft schauen. Im ersten Quartal 2,4 Millionen, war das richtig? Ja, richtig. Ja. Wir sind schon viele gute Torergebnisse in der ersten Quartal in der Welt. Ja. Und welches Fahrzeugtyp hatte den höchsten Anteil? Ja, die jetzt Nummer 1 von Toyota ist Prius. Prius Series ist Nummer 1 in der beste verkaufte Auto in der Welt. War, glaube ich, auch nicht anders zu erwarten. Ja, 2012, erste Quartal ist schon um, die geplante Stückzahl für das ganze Jahr. Was rechnet man da so bei Toyota? Offiziell jetzt im Konzern 9,7 Millionen Autos. So, wenn das klappt, dann Toyota wird wahrscheinlich nochmal Nummer 1 in der Welt. Könnte aber auch eventuell knapp zweistellig werden. Das wäre so ein kleiner Wunsch, glaube ich, oder? Ja, was noch spannend ist, welche Kooperationen sind dann gerade aktuell wichtig und interessant? Ich habe von BMW gehört. Was läuft da gerade so? Ja, wir haben schon entschieden, dass wir bekommen die Dieselmotor von BMW in 2 Jahren für Toyota-Autos. Und dann wir haben noch die Studienzusammenarbeit für die zukünftige Lithium-Batterie-Technologie. Mhm. Das ist das jetzige Frame von diesem Zusammenarbeit. Mhm. Mhm. Und ich war gestern zu Besuch bei Clean Energy Partnership. Das sind ja auch Kooperationen, die sehr spannend sind. Wie bringt sich Toyota da ein? Ja, wir haben schon Kooperationen. Aber das ist noch nicht entschieden, aber das ist eine Möglichkeit. Denn es geht ja auch um die Wasserstoffversorgung. Ja. Ne? Da ist ja Clean Energy Partnership, hat uns da ja gestern auch in Toyota-Fahrzeugen, Wasserstofffahrzeugen, hat uns gezeigt eben, dass man sich wunderbar mit Fuel Cell oder F-Cell fortbewegen kann. Ah, Sie haben schon selber gefahren? Ja, natürlich. Oh. Ja, selbstverständlich. Und insofern gibt es da weitere Gedanken oder sagt man sich, nein, wir sind eher der Autohersteller und unterstützt mal ein bisschen? Meinen Sie die Brennstoffzelle? Ja, jetzt die Verbreitung der Tankstellen. Ah ja, die Tankstellenverbreitung, wir haben jetzt einen bestimmten Plan in Japan, weil dass wir bringen die eine Brennstoffzelle serienmäßige Produktion in 2 Jahren. Mhm. So deswegen, wir haben es festgehalten, aber in Europa, ich kann nicht heute genau sagen. Mhm. Aber man könnte sich denken, dass da auch etwas kommt. Und natürlich ohne Infrastruktur kann man nicht dieses schöne Auto auf den Markt bringen. Mhm. Ja, also 2015 war das, glaube ich, dass dann wirklich ein serienfähiges, massenfertiges Produkt dann von Toyota kommt im Bereich Wasserstoff. Wir haben schon in letzter Tokyo Auto Motor Show aufgestellt, das ist normal Limousine in 2 Jahren mit Wasserstoffzelle kann man laufen. Also nicht so wie der Geländewagen jetzt? Normal im Sinne. Ja. Wird das denn der Antrieb der Zukunft? Wasserstoff, batterieelektrisch? Wie ist das von den Prozentzahlen? Kann man sagen, das ist mal halbe oder? Ja, wir sagen, dass meistens verkauften Auto in der Zukunft die Richtung Hybrid und dann Plug-in-Hybrid. Mhm. Die Brennstoffzelle elektrische Auto ist immer noch die Ende des diese Jahrzehnten ist das immer begrenzt. Mhm. Besonders die, ich denke, das Brennstoffzelle Auto oder auch die Leinelektrische Auto, je nachdem Infrastruktur. Deswegen in Japan oder USA oder in Deutschland, es gibt eine große Chance, aber je nachdem Infrastruktur.
Ja, weil ich persönlich denke, man müsste sich ja am wenigsten umstellen, ja, beim Tanken. Das ist doch toll. Also damit, wenn ich genügend Tankstellen hätte, könnte ich doch sofort umsteigen auf ein Wasserstoffauto. Aber wir haben schon getestet, diese Brennstoffzelle-Auto. Theoretisch, wir können nur einfach tanken, kann man schon 810.000 Kilometer ohne tanken. 810? Ah, ja, ohne die 1000. Ja. Kein 10, Problem. Ja. Dann, ja, natürlich, die Infrastruktur ist immer Thema, aber wir brauchen nicht so viele wie normale Tankstellen. Das ist richtig. Natürlich, wo Sie das sagen, ein Zeitproblem muss man natürlich auch. Also ich kann nicht immer, wenn ich eine Stunde zur Tankstelle fahren muss, auch wenn ich die Reichweite habe, das ist natürlich nicht so schön. Also es muss schon irgendwo in der Nähe, muss schon eine sein, dass ich da wirklich bequem hinfahren kann. Das ist ja klar. Ja, 2020, das ist ja eigentlich gar nicht mehr so lange hin. Das sind ja auch nur noch 8 Jahre. Wie wird das aussehen bei Toyota? Was stellen Sie sich da vor, mal so eine Vision gezeichnet? Natürlich, unsere Vision ist, dass immer nachhaltige Beitrag zu nachhaltige, umweltfreundliche die Gesellschaft. Das heißt, unser Ziel in diesem 2020 ist mindestens alle Fahrzeuge mit alternative Antrieb. Das heißt Hybrid oder Plug-in und auch Elektroauto und Brennstoffzelle. So, unsere Vision 2020, alle Autos von Toyota und Lexus ist diese heutige Tage, kann man sagen, alternative Antrieb, aber in 2020 ist das konventionelle. Genau, normal. Ganz normal. Das ist unser Ziel. Ja, das wäre schön. Da drücke ich mal die Daumen, dass der Verbraucher da mitmacht, dass wir gar keine reinen Benziner oder reine Dieselautos mehr verkaufen, beziehungsweise sie verkaufen hier. Und dass wir dann mindestens in meinem Hybrid irgendwo. Aber dass es auch schon mehr als ein Mikrohybrid ist, sondern lieber auch schon Vollhybrid und Plug-in. Nicht Mikrohybrid. Ja. Sehe ich auch so, hoffe ich auch so. Ja, da haben wir schon die Frage auch eigentlich, wann werden mehr Elektroautos als Hybridautos fahren? Das wäre dann ja noch später, im Prinzip. Das wäre ja dann noch ein bisschen später als 2020. Wann werden mehr Elektroautos als Hybridautos fahren? Das ist gewagt, die Frage. Das ist je nachdem auf die Entwicklungsphase von der Batterie. Ja. Aber ich denke, dass durch alle Hersteller in der Welt ist eine Studie für die zukünftige Batterietechnologie natürlich von konventionellem Denken, wie ich. Vielleicht dauert mehr als 20 Jahre zum Beispiel. Ja. Aber wenn das so schnell geht, dass Anfang 2020er Jahren kommt viele rein elektrische Autos auf der Straße. Ich bin gespannt. Die letzte Frage, Mobilitätsprogramme, einfach Stichwort Carsharing und was tut Toyota da, wo spielt Toyota mit, was macht Toyota da, wann werden wir im Carsharing-Modell Toyota-Modelle wie zum Beispiel ein IQ oder so etwas fahren können? Ja, wir haben schon einige getestet in Japan. Natürlich, Carsharing ist die Lösung von der Stadtmobilität. Ja. Die andere Richtung ist diese sogenannte Smart Grid. Wir haben auch schon in Japan getestet, zusammen mit Housing oder Solar Battery Energy und auch die sogenannte Electric Management System. Das ist immer Zusammenhang mit Elektroauto oder Plug-in-Auto mit Housing. Das ist eine Richtung von unseren Studien. So, dass natürlich im Moment, wir fokussieren auf den japanischen Markt, aber in Zukunft als globale Firma, wir haben die Chance, die andere Region diese Tests zu machen und dann richtige möchten wir realisieren, nicht nur Tests. Ja. Also auch vielleicht erstmal in einer Stadt starten
und dann das Ganze dann auch Deutschland und europaweit. Ja, solange wir unser Motto ist, dass immer Beitrag zu die lokalen Society, das bedeutet, ich denke, dass als Marktführer von umweltfreundlicher Mobilität, Toyota muss das dieser Bereich sehr, sehr stark beizutun. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch die Menschen noch mehr begeistern kann durch Carsharing, wenn jetzt eben Toyota-Modelle in diesem Carsharing-Pool wären. Das muss man ja auch nicht alles alleine machen. Man könnte sich ja zum Beispiel, ich meine, aktuelle Kooperation BMW, Drive Now, vielleicht lassen die ja mal ein paar Toyotas dazwischen. Wir sind nur leider immer noch die ein bisschen kleine Marke in Deutschland. So, ja, wenn wir ein bisschen größer werden, vielleicht schaffen. Ja, aber vielleicht fragen sie BMW mal, ja, ob sie mitmischen. Wäre dann nicht schlecht. Nein, toll. Also ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall mich weiter informieren und werde an Toyota dranbleiben und bedanke mich recht herzlich für das Interview, Herr Yasuda. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.